Im Moskauer Bolschoi-Theater wird wieder getanzt. Das Ensemble probt das Ballett Dornröschen von Tschaikowski. 6 Jahre wurde das legendäre Haus aufwendig renoviert. 5 Kilo Blattgold wurden allein im großen Saal angebracht und das historisch getreu mit einem Eichhörnchen-Haarpinsel und einem Wodka-Eiweißkleber. Vor allem aber wurde die Akustik verbessert. Sie hatte seit dem U-Bahn-Bau in den 30er Jahren gelitten. Die Technik und die Mechanik sind dem Ruf des Bolschoi-Theaters würdig. Es ist die beste Bühnentechnik, die es im Moment gibt. Das beste Licht und die beste Akustik, nachdem sie im 20. Jahrhundert fast zerstört wurde. Der klassizistische Bau war zuletzt derart baufällig gewesen, dass er einzustürzen drohte. Vor allem in der Sowjetära leidet das Glanzlicht der russischen Kultur. Symbole aus der Zarenzeit werden durch Hammer und Sichel ersetzt. In der Halle gibt es Sitzungen von Vertretern der kommunistischen Partei. Jetzt erstrahlt das Theater wieder im Gewand des 19. Jahrhunderts mit der Technik des 21. Jahrhunderts. Für manchen ist das gewöhnungsbedürftig. Die ganze Technik ist neu und das ist das Komplizierteste. Die neuen Stühle in den Saal zu bringen ist einfach, aber die Technik, wenn Sie auf die Bühne gehen, ist da diese ganze Maschinerie, die Scheinwerfer, die Ausstattung. Die Gala zur Neueröffnung wird live über Großbildleinwände nahe dem Roten Platz übertragen und zudem im Fernsehen und in 600 Kinos in ganz Europa.